Rednerin spricht Herrlin Gundelach von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass wir heute wieder mal über Fracking sprechen. Denn seit nunmehr 5 Jahren wurde in Deutschland kein Antrag mehr auf konventionelle Gasförderung mit Anwendung der Fracking-Technologie mehr beschieden. Die Gasförderung geht kontinuierlich in unserem Land zurück und ganze angegliederte Wirtschaftszweige fallen in Deutschland weg. Dadurch verlieren wir Arbeitsplätze in ganz erheblichem Umfang und qualifizierte Fachkräfte wandern ab. Solche Prozesse können in einer Marktwirtschaft zwar unvermeidlich sein, aber nur, wenn ein Produkt nicht mehr konkurrenzfähig ist, und das ist hier ganz entschieden nicht der Fall. Es gibt in der Bevölkerung Bedenken zur Fracking-Technologie, das haben Sie sehr richtig erkannt, Frau Verlinden, und die nehmen wir auch sehr ernst. Wir haben daher in dieser Legislaturperiode an einem Gesetz gearbeitet, das einen neuen ordnungsrechtlichen Rahmen für eine Technologie schafft, die wir 50 Jahre ohne größere Zwischenfälle angewendet haben. Denn zwischen 1961 und 2011 fanden rund 300 Fracks im Rahmen der konventionellen Förderung statt. Bei unserem Gesetzentwurf stehen, und genauso haben wir es auch im Koalitionsvertrag festgehalten, der Schutz des Menschen, seine Gesundheit und die Belange der Umwelt im Vordergrund. Wir, und das unterscheidet uns ganz massiv von Ihnen, wir wollen einen Gesetzesrahmen, mit dem wir Erdgas in Deutschland unter ökologisch verantwortbaren und wirtschaftlich vertretbaren Voraussetzungen fördern können. Und wir wollen auch international einen Beitrag leisten, denn wir wollen zeigen, dass die Förderung von Rohstoffen unter strengen Umweltauflagen wirtschaftlich auch möglich ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir sind uns einigermaßen einig, zumindest die meisten unter uns, dass wir bis 2050 nicht ohne fossile Brennstoffe auskommen werden in diesem Land. Anderslautende Aussagen sind meines Erachtens Wunschvorstellungen. Und das hat sie so, da täuschen Sie sich, da müssen wir etwas genauer lesen. Unter Umständen können wir vielleicht in nicht allzu weiter Ferne Strom ohne fossile Energieträger herstellen. Was aber immer noch nicht heißt, dass das für ein Industrieland wie Deutschland auch tatsächlich ausreichend ist. Denn wir brauchen verlässlich 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag Strom. Und solange wir nicht ausreichend Speichermöglichkeiten haben, können wir zwar rechnerisch ausreichend Strom produzieren, aber deswegen noch lange nicht die Versorgung sicherstellen. Laut der Energieeffizienzstrategie Gebäude, die wir am Mittwoch im Ausschuss behandelt haben, gibt es in Deutschland derzeit 21,3 Millionen Wärmeerzeuger. Davon werden gut 10,5 Millionen mit Gas befeuert. Das bedeutet, dass immer noch die Hälfte aller Heizungen in Deutschland gasbasiert ist. Ein großes Problem im Wärmebereich ist, dass Alternativen wie Biomasse, Geothermie, Solarthermie und Photovoltaik nicht für jedes Gebäude umsetzbar sind bzw. mit großen Kosten verbunden. Bei Gebäuden mit klassischen Radiatorheizungen zum Beispiel sind Wärmepumpen weniger effizient als in Gebäuden mit Flächenheizungen. Bei der Solarthermie gibt es durch die Größe und Ausrichtung der Dachflächen Hemmnisse und auch übrigens eine ausgeprägte Konkurrenz zu Photovoltaikanlagen, die nicht zur Wärmenutzung genutzt werden können. Und bei der Geothermie haben wir zum Teil dasselbe Problem wie beim Erdgas. Auch hier muss gefrackt werden. Jetzt werden viele von den Kolleginnen und den Kollegen der Grünen sagen, wir müssen mit Zwang auf Erneuerbare in der Wärme umrüsten, siehe auch ihr zuletzt vorgelegtes Gesetz, koste es, was es wolle. Und wenn ich einen ersten Blick in die Unterlagen für den Klimaschutzplan 2050 werfe, der von Ihnen nahestehenden Einrichtungen entworfen wurde, dann ist das offensichtlich auch genau der von Ihnen präferierte Weg. Ich sagte soeben, dass wir in Deutschland immer noch sehr viele Gasheizungen haben. Deswegen wurden auch in den letzten Jahren ca. 600.000 bis 700.000 Wärmeerzeuger pro Jahr installiert. Und im Neubaubereich ist, auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen, Gas noch immer der bedeutendste Energieträger. Aber, habe ich auch schon gehört, durchaus ja. Das werde ich sogar übermorgen noch mal wieder eine solche Anlage besuchen. Wenn wir selber kein Erdgas in Deutschland mehr fördern, können wir nur importieren. Wir machen uns dann gänzlich von ausländischen Lieferanten abhängig, die gegebenenfalls unter schlechten ökologischen und übrigens auch schlechten arbeitsrechtlichen Bedingungen fördern. Dass es hier unter Umständen auch außenpolitische Vorbehalte und Probleme mit der innerstaatlichen Demokratie in diesen Förderländern geben kann, will ich in diesem Zusammenhang nur kurz ansprechen und gar nicht weiter ausführen.
Ein Verbot hätte daher aus meiner Sicht mindestens zur Folge, dass wir kein eigenes Gas für die Verstromung hätten, obwohl Gas unter den grundlastfähigen Energieträgern noch immer die beste CO2-Bilanz hat. Wir müssten für die Hälfte der deutschen Heizung Erdgas aus dem Ausland importieren. Wir würden einen ganzen Wirtschaftszweig die Arbeit verbieten und das, nachdem er über 50 Jahre in Deutschland eine gute Arbeit geleistet hat. Wir würden indirekt schlechte Arbeitsbedingungen und eine unter ökologischen Aspekten auch nicht nachhaltige Förderung im Ausland unterstützen. Ich weise hier nur mal zum Beispiel auf die Leckagen im Rahmen der Öl- und Gasförderung in Russland hin. Aber dort ganz besonders, Experten sprechen hier von bis zu 10% der Förderung, wo das von Ihnen zu Recht kritisierte Methan in hohem Maße in die Luft entweicht. Aber wir können auch sagen, das berührt uns nicht besonders, das ist ja nicht unsere CO2-Bilanz. Ich nenne ein solches Verhalten absolut pharisäerhaft. Und wie gesagt, und das alles wollen wir uns leisten, obwohl Erdgas in Deutschland unter marktwirtschaftlichen Aspekten konkurrenzfähig ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion nehmen die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger bezüglich der Fracking-Technologie sehr ernst. Aber es gibt auch nur wenige Themen, die politisch und emotional derart aufgeladen sind, das merkt man ja an ihren Reaktionen, dass es eine sachliche Diskussion kaum noch möglich ist. Das Produkt Erdgas ist unter strengen Auflagen in Deutschland förderbar und auch konkurrenzfähig und deshalb wäre es nach unserer Auffassung falsch, Fracking zu verbieten. Ich werbe daher für einen guten gesetzlichen Rahmen mit sinnvollen Regelungen. Daher haben wir in unserem Vorschlag, hören Sie noch gleich was dazu, nach intensiven Beratungen, auch mit durchaus kritischen Geistern in den eigenen Reihen, wie Sie wissen, festgelegt, dass zum Beispiel nur noch solche Freckfluide, die heute ohne dies schon zu fast 97% nur aus Wasser und Sand bestehen, dass aber nur solche Fluide zugelassen werden, die die Wassergefährdungsklasse 1 haben. Die meisten unserer Shampoos, mit denen wir uns täglich die Haare waschen, sind schon bei Wassergefährdungsklasse 2. Die Gefährlichkeit ist also aus meiner Sicht überschaubar. Ferner wollen wir massiv die Umweltverträglichkeitsprüfungspflichten ausweiten, sodass beispielsweise schon vor der Aufsuchung, also dem allerersten Schritt noch vor der Förderung, eine UVP-Prüfung durchgeführt werden muss. So würde der gesamte Prozess der Förderung überwacht. Und zu den wasserrechtlichen Implikationen, denke ich, wird der Kollege Möhring nachher noch sicher Stellung nehmen. Deutschland ist inzwischen in den Augen vieler unserer Nachbarn, das möchte ich auch betonen, ein Land geworden, das offensichtlich Innovationen scheut und überall nur noch unbeherrschbare Risiken sieht. Das, meine Damen und Herren, ist aber nicht der Geist, mit dem unser Land groß geworden ist. Und das ist mit Sicherheit auch nicht der Geist, mit dem wir unsere Spitzenstellung als Industrieland in der Welt halten können. Deshalb trete ich nach wie vor für die Anwendung von innovativen Techniken in Deutschland ein. Und dazu gehört für mich auch Fracking. Und ich betone noch einmal, unter strengen Umweltauflagen. Und gestatten Sie mir zum Schluss noch eine Bemerkung. Der Zeitpunkt, zu dem Sie Ihren Gesetzentwurf vorlegen, riecht ein bisschen arg nach Wahlkampf. Uns aber in der Koalition ist an einer sachlichen Diskussion gelegen und an guten, praktikablen Lösungen. Die kriegen Sie auch noch. Sie müssen nur noch ein bisschen warten. Danke. Vielen Dank. Als nächster Redner.